So, dann ist es Zeit, dass wir ein bisschen Geron-Action hier machen. Und dann würde ich sagen, alle Leute im Chat, sagen wir mal Hi YouTube, damit sich die Leute nicht so alleine fühlen. Und dann schauen wir mal, was mit der ganzen Geschichte hier abgeht. Es ist ja unglaublich. Also diese blonde Hylianerin und ihr komischer Auftrag. Sie wollte einen Kopfschmuck, aber in einer ganz merkwürdigen Form, aus einem Material, was ich vorher noch nie gesehen habe. Tja, früher hat mein Auszubildender Hugo immer gesagt, dass er mein Schmied genauso wie ich werden wollte. Oder Ausbilder? Was stand da? Nein, Auszubildender tatsächlich. Aber es ist er wie besessen von diesen Schlemmsteinen und kommt erst gar nicht mehr zur Arbeit. Verdammt, ich war gerade dabei, ihnen die hohe Kunst der Fertigung des Bergspalters einzuweisen. Bergspalter? Ein Kunde? Tut mir leid, aber wir verkaufen nicht. Wir sind eine Schmiede, kein Kaufladen. Das Wissen um den Bergspalter wird von einer Generation Schmiede an die nächste weitergegeben. Es ist eine Waffe mit einer langen, ehrbaren Tradition. Und nur ausgewählte Schmiede können sie herstellen. Tja, ich wollte meinem Auszubildenden Hugo beibringen, wie man einen anfertigt. Aber der Taugenichts ist so besessen von diesen Schlemmsteinen, dass ich ihn rausgeworfen habe. Der braucht sich hier nicht wieder blicken zu lassen. Hey, du da, Hände weg. Hey, Hugo, schmeiß den Typen hier mal raus. Oh, stimmt ja, Hugo ist nicht da. Jedenfalls, an diesem Stück arbeite ich noch. Also, nicht anfassen, sonst war das alles umsonst. Oh. Aber zumindest ein Bild können wir machen. Maisu, danke für 3 Monate Treue. So, oh Gott, ich will doch nur das Ding ausmachen. Ach ja, kann ich irgendwo kochen? Nachdem ich jetzt meine ganzen Sachen verbraten habe, muss ich die irgendwie neu herstellen. Die Löschechse nehme ich auch einfach mal mit. Oh, Klamotten kaufen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Anti-Feuerrüstung. 1200 sind ein günstiger Preis. Kriege ich die billiger? Das ist echt ganz schön teuer, ne? Ich weiß es nicht, ob es wert ist, dass ich für die Dinger so 1000, nee gar nicht, 2000, fast 3000 Rubine ausgebe. Das ist schon hart so. Ist eine besondere, ich glaube, die verarschen mich. Ich glaube, wenn ich das hier... Gönn dir. Sicher? Ach komm, so eine Anti-Feuerhose kann man sich doch mal gönnen. Ach komm, wenn, dann nehmen wir das ganze Set. So. Sieh mal einer an. Okay, ich muss immer noch kochen. Hier muss doch irgendwo so ein Kochding sein. So eine kleine Kochstelle einfach nur. Ah, na bitte. Und ich brauche dafür... Wo habe ich sie denn? Hier. Ne, nicht 4. 4 ist ein bisschen krass. 3 passt. So, das sollte reichen. Ah, nee, warte. Und ich muss noch... Ah, wie ging das nochmal?
3 davon. Ein Schwertgras und ein Dingshorn hier. Sehr schön, sehr schön. Genau das wollte ich haben. Just in case so. Wer weiß, ob wir es nicht doch nochmal brauchen. Okay, wir müssen nach da hinten. Dann mache ich mich mal auf und schau mal, was beim guten Juno-Boss so abgeht. Wenn jetzt die Klamotten übrigens günstiger werden, schuldet ihr mir einfach mindestens 1500 Rubine. Just saying. Ich muss... Ich kann auch einfach der Dings hier folgen, ne? Das macht alles ein bisschen einfacher. Cool. Hä, warum kostet mich das was? Ach, weil so ein Ding da noch mit drin ist? Oh, ihr Gauner, Alter. Verdammt. Ihr könnt sie abarbeiten, indem ihr den Stream schaut. Der Hylianer von eben. Der kennt Juno-Boss. Juno-Boss verhandelt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlemmsteine. Niemand darf rein. Aber ich mag diese Hylianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt sich so komisch benehmen. Ganz genau. Und die komische Maske, die Juno-Boss jetzt trägt, hat er auch von der Hylianerin. Juno-Boss war schon immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich das auch geändert. Du, sag mal, du bist doch ein Freund von Juno-Boss, oder? Die Juno-Bau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht es allen nur noch schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du deinen Juno-Boss, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Ich werde es versuchen. Tukachin, hast du das gehört? Ja, dann wird Juno-Boss wieder nett, so wie vorher. Moment, da drin ist es richtig heiß. So wie du jetzt gekleidet bist, ist das viel zu gefährlich für dich. Wenn du keine feuerfeste Rüstung hast, solltest du dich zuvor in der Zentrale... Also, okay, haben wir. Ein Glück haben wir das. Okay, 2 reichen, um feuerfest zu sein. Das wusste ich nicht. Wusste meine... Hier. Sicher ist sicher. Okay, jetzt wird's aufregend. Okay. Ja? Hör endlich auf, Juno-Boss. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Juno-Boss wirst. Ihr meint, ich... Prinzessin Zelda hat recht. Schlemmsteine machen alle Goron glücklich. Holy shit, was? Was? Wait, what? Wow, holy shit. Okay, ich verstehe, was hier passiert.
Zelda, why you gotta be bussin? So, was ist da los? Krasser Bosskampf. Was war denn mit mir los? Tukachin, Ofrak, was ist passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann... Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt die Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist Prinzessin Zelda? Da, Prinzessin Zelda! Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Moment. Was ist das denn? Ich hab doch was gehört. Oder nicht? Egal. Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Hylianerin mit dem blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Ich muss sie unbedingt fragen, was es mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schlemmsteinen vielleicht auch. Jedenfalls los, nichts wie raus hier und ihr nach. Diese roten Felsen kriegt man nur mit meinem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig du mir, wo genau ich hinkugeln soll. Du zielst, ich donnere los. Oh, und das ist die nächste Power. Jetzt komm ich. Cool. Angriff! Können wir ja voll viel kaputt machen hier eigentlich. Spannend. Jetzt kommen wir wieder raus! Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen! Prinzessin Zelda! War... Huch, ich kann sie nicht sehen. Hä? Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Oh je. Hast du es vergessen, Junoboss? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, der Todesberg würde wieder ausbrechen und wolltest nachsehen. Genau, und als du vom Todesberg zurückkamst, hattest du diese Maske auf. Ah, ich erinnere mich. Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Wohnt Prinzessin Zelda etwa am Todesberg? Naja, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Tukachin, Ofrak, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber... Wie alle wieder so wie früher werden können. Bitte vertraut mir und wartet in Goronia auf uns. Link, komm bitte mit zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Found her. Jetzt komm ich! Das ist halt die Frage, was mit dieser Zelda-Geschichte abgeht, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. That's a bit sus, definitely. Kannst du dich beeilen? Oh, du haust damit drauf.
Habe ich von beiden schon ein Bild? Nee, von dem her nämlich noch nicht, ne? Krass. Verdammt. Das ist tragisch, aber ist okay. Kann ich dich auch benutzen, um das da kaputt zu machen? Oh, das ist ultra praktisch. Du bist ab jetzt mein Favorit. Plötzlich bist du mein Favorit, Junge. Wenn dein Ding sich noch schneller aufladen würde, absolut perfekt. Gib mir noch mehr Majoi Signa. Ich meine, theoretisch wissen wir, also keine Ahnung, man kann davon ausgehen, dass es eine Kopie von Zelda konstruiert von Ganondorf ist. Wir haben sowas ja auch schon mal in der Vergangenheit gesehen, dass so eine kopierte Zelda Sonja angreifen wollte. Von daher ist es ja theoretisch nichts Neues. Naja, keine Ahnung. Schwierige Geschichte. Kommt man diesen Todesberg irgendwie richtig... ich hätte hier einfach mit dem Ding hochfahren können, ne? Naja. Kann ich sonst... Ich hätte sonst halt hier so hoch gekonnt, ne? Sickedy schmickedy du. Nächstes Mal. Was geht hier denn ab? Oh, Abkürzung nach oben. Nice. Definitiv Amogus. Okay, jetzt muss ich irgendwie das Ding nehmen, welches mich nach hier oben bringt. Und dann kann ich hier weiterfahren und das bringt mich dann letzten Endes genau nach dort. Perfekt. Dann gönne ich mir doch mal... So ein Dude hier. Und los geht's. Geht garantiert nicht schief. Oh wow, das ist eigentlich ziemlich cool, dass das jetzt einfach so konstant funktioniert. Thank you.
Eigentlich sehr schade, weil wir da unseren Schild und unser Schwert hätten reparieren können, aber ist schon okay. Oh Gott. Komm zurück, mein Dude. Ah, sehr schön. Hat ja doch noch geklappt. Oh, nice. Ich bin sehr froh, dass wir hier den Scenic Way genommen haben. Ich hätte mir keinen schöneren Ort vorstellen können, um jetzt hier diesen Berg hochzuklettern. Beziehungsweise keinen schöneren Weg vorstellen können. So, dann bin ich doch gerade mal so free und... Mach mal das hier. Lenkende Macht. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Einfach wie ein GTA hier. Ah, verdammt, nein! Ach. Rip, nur wegen dir. Alles deine Schuld. Okay, ich schätze, wir müssen dann auf jeden Fall nach da hinten fliegen. Das heißt... Ich... Ich habe jetzt hier spontan... die Truhe verpasst, ne? Ich bin so auf GTA 6 gespannt. Ich bin so gespannt, was sie daraus machen werden. Wenn GTA 6 nur halb so spaßig wird wie das hier, bin ich schon happy. Dann bin ich schon ein kleiner Happy Boy. Ich werfe heraus. Ist alles doof. So. Hey, Annex. Oh, fuck, warte.
Da habe ich ihn einfach losgeworfen. Ohne vorher ein Control Panel drauf zu bauen. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo eins rum, oder? Ach, verdammt. Dann halt so. Los geht's. Wenn das jetzt nicht richtig krass fliegt, dann weiß ich auch nicht. Bis später, Diara. Schlafe wundervoll. Da, 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 da. Tada! So. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Hier? Ah, Link, hier drüben. Ich mag es, dass er nicht läuft, sondern rollt. Das ist schon eine Charaktereigenschaft. Okay, mein Freund, das hier sieht auf jeden Fall sehr mysteriös aus. Kommst du noch? Genau hier habe ich sie gesehen, oder? Als ich herkam und mich umgeguckt habe, da stand Prinzessin Zelda irgendwo hier. Und naja, dann gab sie mir eine Maske, die ich tragen sollte und danach, also... So ein Schotter. Sieht ganz so aus, als hätte ich den Rest komplett vergessen. Die Prinzessin, da ist sie ja! Zelda, hey, hör doch mal bitte! Da oben ist es viel zu gefährlich! Wieso kommst du nicht? Oh shit, es ist Fury Bowser! Okay, das ist sick. Das ist sick! Hey, was kommt denn da aus dem Krater? Sind das Monster aus rotem Stein? Und dann auch noch gleich drei auf einmal? Nein, Moment, das ist ein Monster mit drei Köpfen! Wo kommt der denn auf einmal her? Warum sagt mir keiner, dass so ein Vieh im Todesberg lauert? Wenn wir dieses Monster nicht schnell besiegen, ist Prinzessin Zelda in Gefahr.
Aber von hier aus komme ich mit meinem Rollangriff nicht dran. Was mache ich denn jetzt, Link? Ja. Wie praktisch, dass so ein Ding hier einfach liegt. Hau raus, Mädchen. Hau raus. Jetzt komm ich! Das ist cool, dass wir jetzt auch mal die mechanischen Sachen hier verwenden, um... Um so einen Bosskampf auszuführen. Okay, das ist cool. Das ist voll cool. Holy shit. Alles gut, alles gut. Das ist so eine Baute. Das hält alle Explosionen aus. Komm schon und boom. Ey, das Ding muss ich instant favorisieren. Das ist ja richtig gut. Wir haben es geschafft. Was war das nur für ein Monster? Ich dachte, Prinzessin Zelda wäre hier irgendwo verschwunden. Ja. Warte, ist sie in das Loch da gefallen? Oh nein! Das wäre echt übel. Wir müssen hinterher. Ja. Prinzessin Zelda, haltet durch, ich komme! Ja, cool. Warte. Auf jeden Fall. Ach, das haben wir gar nicht in der Dings mit drin. Jetzt bin ich der traurigste Mensch. Und die Dinger sind natürlich auch gerade verschwunden, ne? Conveniently disappeared. Ja, ich hätte echt mal ein bisschen was dran rumbauen sollen, damit das in den Favoriten auftaucht. Okay, das ist insane, dass wir den Todesberg runterspringen. Bro, das ist übelst cool. Okay, das ist übelst scary. Dann hole ich mir doch gerade mal Tulin an die Seite. Dann scheint muss ich ja in die Richtung dort. Hätte ich das gewusst, dass wir hier rüber müssen, wäre ich nicht einmal komplett nach ganz unten gefallen, ehrlich gesagt. Handheld-Mode kann ich gar nichts zu sagen, aber vielleicht kann dir da wer aus dem Chat weiterhelfen.
Tada! Okay. Also genauso stabil wie... wie normal. Oh? Wer hätte gedacht, dass es unter dem Todesberg so aussieht? All die roten Felsen. Ja. Was soll Prinzessin Zelda denn inmitten all dieser Schlemmsteine zu suchen haben? Nanu? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Ja. Da, schon wieder. Du hast die Stimme doch auch gehört, Link, oder? Irgendjemand ruft mich zu sich. So klang es ganz sicher. Mal überlegen. Ja, es muss von dort irgendwo gekommen sein. Vielleicht hat die mysteriöse Stimme ja irgendwas mit Zelda zu tun. Los, lass uns schnell zu Zelda gehen. Ist das etwa der Feuertempel? Ist das etwa der Tempel, den ich genauso haben möchte, wo ich durch die Welt laufe und ich finde einfach einen random Tempel? So richtig voll cool. Finde ich das etwa gerade richtig, richtig cool schon wieder? Chance besteht auf jeden Fall. Ich will wissen, was das hier ist. Ich will wissen, wie das aussieht, wenn du das synthetisierst. Es sieht bei weitem nicht so witzig aus, wie ich gehofft habe. Aber ist schon okay. Bester Tempel, by the way. Dann bin ich sehr gespannt. Die Erwartungen sind auf einem Hoch, wie sie noch nie waren. Tada! Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen unser Auto mal ready hier. Irgendwo wird hier doch wohl noch ein Rad rumliegen, oder? Oder auch nicht, aber wir haben ja irgendwie 80 gefunden, also von daher. Au, hier. Die Frage ist natürlich auch, in welche Richtung wir eigentlich müssen. Und ich glaube, die Karte ist nicht sonderlich hilfreich, was das angeht. Daher. Aber es... Ich glaube, die Statue schaut halt in diese Richtung, deswegen müssen wir wahrscheinlich nach da. Okay, ich möchte so ein Ding mal ausprobieren. Inklusive... einer Kanone und einem Laser. Plus so einem Ding und... Ich nehme noch zwei Batterien mit. Huh?
Ah, komm schon. Ah! Oh, stopp. Ich hab was vergessen. So, jetzt kann's losgehen. Alles klar bei dir? Nice. Oh Gott, das funktioniert so nicht. Habe ich irgendwas, was ich... warte mal. Ich muss kurz umdenken. Okay, hier. Nee, warte. Doch. Pass auf, das klappt. Wir müssen ein bisschen höher stehen. Vielleicht kann ich damit dann auch wieder übers Wasser fahren. Das wäre auf jeden Fall, ich meine, über die Lava fahren. Das wäre auf jeden Fall funny. Alles, was ich möchte. So. Kannst du ihn treffen? Das wäre geil, danke. So richtig rum? Ich glaube schon. So, okay. Versuchen wir das nochmal. Sein Zielen ist einfach absolut crazy, Alter. Da ist er einfach gestorben. Sad life. Okay, das funktioniert zwar, aber ist es genau das, wie ich es haben möchte? Das ist die Frage, würde ich sagen. Komme ich hier hoch? Passt schon, passt schon. Kann ihn nicht mehr abschießen. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung ich muss. Ich sage einfach mal nach dort, weil da die Lichtwurzel ist. Und ich habe mich selber reingelegt, indem ich über den Stein gefahren bin. Oh, come on.
Bisschen gehofft, dass das stärker ist, aber so stark ist es tatsächlich gar nicht. Es ist die Missy-Wurzel. Ich dreh durch. Tada! Ich mag es, dass hier überall einfach so Wasserpumpen rumstehen. Die KI der Dudes gewinnt, auf jeden Fall. Gewinnt all meinen guten Willen. So, was dudelt da drin rum? Gar nicht mal so viel Spannendes. Dann lass ich Yunobo gerade einfach mal fighten. Oder alternativ könnte ich einfach hier jetzt mit reinfahren, oder? Aha, guck mal. Aha, guck mal. So, los geht's. Sehr schön. Ach, das war's auch. Toll, hätte ich einfach normal weiterlaufen können. Oh, come on. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen. Okay, Mr. Feuertempel, dann zeig mir mal, was du kannst. Oh shit, das ist Geropolis? Mega cool. Kam die Stimme, die ich gehört habe, etwa von hier? Was ist das bloß für ein Ding? Und was hat es hier unter dem Todesberg zu suchen? Ha? Oh, das ist ja Zelda. Ja. Prinzessin, wartet bitte. Ich muss euch etwas fragen. Was zum... Zelda? Junge, dass er sich halt nicht mal fragt von wegen, hey. Wie kann es sein, dass sie einfach in einem Vulkan herumrennt? Und einfach keine Schutzrüstung braucht. Hä?
Direkt da vorn scheint etwas zu sein. Mir? Ah, Link, hier drüben. Oh, da ist Prinzessin Zelda. Oh nein, das ist gar nicht gut. Prinzessin Zelda ist da drin gefangen. Wir müssen sie schnell retten. Aber wie kommen wir nun in diesen Raum hinein? Hast du das gesehen? Das Tor. Es hat sich gerade bewegt. Oh, wieder dieses Geräusch. Hat die Stimme wieder was zu melden? Geliebter Nachfahr. Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit 5 Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle 5 zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewährt. Ich finde das halt voll schön, wie sie einfach die Sprecher aus Breath of the Wild von den Recken wiedergeholt haben, um die Weisen zu sprechen. Dieses Mal hat man die Stimme ganz deutlich gehört. Von wem kann sie nur stammen? Und wer ist wessen Nachfahre? Mir ist das alles sehr schleierhaft. Aber immerhin hat sie uns auch verraten, wie man das Tor öffnet, also scheint es jemand Nettes zu sein. Wenn wir die 5 Schlösser aufkriegen, dann kommen wir also in diesen Raum, oder? Krass. Dann würde ich mal sagen, let's fetz. Dann schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Das scheint ja sehr viel mit, mit Dingens hier zu tun zu haben. So. Ah, da müssen wir rüber, okay. Das sollte wohl reichen, hoffe ich. Ja, doch. So, steht schon direkt so ein Ding hier bereit. Das finde ich doch gut. Und los geht's. Und damit können wir die Weichen stellen, oder? Okay, okay, witzig.
Kann ich zufälligerweise einfach so ein Ding nehmen? Nice. Das ist ganz nett. Da gebe ich direkt den hierfür auf. Und fast wäre ich da reingesprungen, weil ich gedacht hätte, ich kann das sonst nicht kriegen. Aber wir sind hier in Tears of the Kingdom. Und Ultrahand macht hier kurz einen Prozess mit allen Dingen, wo ich denke, ah, das geht doch bestimmt nicht. Okay, aber das geht nicht so richtig. Oder? Nee. So. Jetzt sollte das aber hinhauen hier. Na bitte. Das ist ja cool. Wo ist er? Schau mal, Link. Das sieht wie ein Gong aus, aber was genau ist das? Schloss? Jetzt noch 4 davon. Ganz schön viel zu tun. Oh nein. Ist aber wirklich cool. Ist das wirklich cool. Die Tempel sind schon prinzipiell besser als die Titanen. Ich wünschte nur, sie wären ein bisschen klassischer einfach. Also, dass du halt wieder so mit kleinen Schlüsseln rumhantieren musst. Dass du vielleicht so eine Karte findest. So ein Kompass. Obwohl Kompass... Meh. Kompass ist blöd. Aber halt so eine Karte wäre schon ganz cool. Ach du Kacke. Wow. Krasse Geschichte. Also für mich sind die ganzen Dinger halt Stand jetzt nicht viel anders als Titan so. Die sehen halt einfach nur anders aus, aber die Funktion ist halt sehr ähnlich und hätte ich mir halt gewünscht, dass da so ein bisschen mehr da noch das klassischere Zelda durchkommt, aber die sind auf jeden Fall nicht schlecht, die sind immer noch echt gut. Aber es ist halt so ein kleiner Nitpick einfach von mir, wo ich sagen würde, Bisschen klassischer hätte es ruhig sein dürfen.
Komme ich da jetzt schon rüber? Könnte knapp werden, ne? Ah, sehr gut. Na komm. Wer macht den ersten Move, Mann? Alles klar bei dir. Nice. Sehr schön. So, Frando, mach das hier mal kaputt. Okay, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und dann, Frando. Mach mal den Gong an. Gong einfach mal richtig hart. Jetzt sind noch drei übrig. Link, ich lauf dann schon mal vor. Mach das. Hier. So, dann ist noch die weitere Frage. Wo muss ich jetzt hier eigentlich hin? Kann ich den Dude einfach mitnehmen? Ah, guck mal. Praktisch. So, kann ich das jetzt damit aufmachen? Okay. Ah, okay. Auf geht's. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Stopp. Ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist smart, glaube ich. Schade. Klappt das? Ach, verdammt.
Der Gedanke ist auf jeden Fall richtig. An der Ausführung mangelt es noch. Sekunde, das ist zu schaffen. Das kann nicht sein. Dude, come on. Das ist nicht... Das ist gar nicht mal so einfach. Funktioniert das so schon? Nee, ne? Junge! Was soll das denn? What the fuck, Alter? Okay, bevor du mir losfährst. Okay, geht doch. Anscheinend darf ich das nicht machen, während diese Schiene nach oben geht. Was vielleicht ein bisschen krass ist, aber ist schon okay. Ah, es ist mir wieder der Fuß eingeschlafen. Was einfach nur wieder hart eklig sein wird. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Ah, mein Fuß funktioniert auch nicht. Eieiei. Oh Gott. Oh Gott. Das macht keinen Spaß. Ah, oh, das macht keinen Spaß. Ah, oh, das nicht. Ew, ew, ew. Ew, ew, ew. Ew, einfach nur. Nicht okay, nicht okay. Okay, ich muss da rüber. Ah, fuck. Ist das eklig. Nie wieder im Schneidersitz sitzen. Das habe ich für mich jetzt gelernt. Okay, ich nehme einfach den Dude hier. Das sollte passen, oder? Da fahre ich hoch. Und dann habe ich definitiv genug Schwung, um darüber zu kommen. Definitiv. Oh, stehen hier deswegen die ganzen Raketen rum? Wait a second. Nice. Tada.
Okay. Die Frage ist jetzt natürlich weiterhin, wie komme ich nach da oben? Ich schätze mal, dass ich da hin muss, ne? Yep. Inklusive Loch. Inklusive Ding da oben. Kann ich da hochklettern? Okay, ich kann auf jeden Fall hochklettern, das ist schon mal cool. Aber wie bekomme ich ihn dann nach da oben? Einfach. Die Wand hoch wird nichts, ne? Dachte ich mir schon. Kann ich dich so da hochschicken? Also könnte ich ihn jetzt halt da hoch katapultieren? Würde das funktionieren? Plus, mein Controller gibt auf. So, ich hoffe jetzt nicht mehr. Hat das was vielleicht mit den Dingern hier zu tun? So wahrscheinlich nicht richtig, oder? Okay, offensichtlicherweise ist das hier dafür gedacht, dass ich lerne, wie das funktioniert. Das heißt, das bringt mir jetzt bei, dass ich ihn da theoretisch hochschießen kann. Was geil wäre, wenn er halt nicht ständig irgendwo anders wäre. Oh mein Gott, die KI von den Dudes ist furchtbar. Okay. Ich finde es halt witzig, wenn wir jetzt einfach aus dem Tempel abhauen und einfach in der im Untergrund weiterforschen, was hier noch so ist. Einfach weil es so ein netter Absprungpunkt ist. Aber gut.
Jetzt muss ich halt auf das Ding und dann da irgendwie hoch. Das heißt, eigentlich müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, ne? Ich will wissen, was da ist, wenn ich ehrlich sein soll. Das tickelt ein bisschen mein Fancy hier. Vielleicht kann ich ja von hier aus irgendwie noch nach da hinten oder nach da oben oder irgendwie so. Oder wenn alles schief läuft, haben wir zumindest eine Schatztruhe gefunden. Nee, da dreht sich nur das eine. Das ist ja, glaube ich, auch okay, um da rüber zu kommen. Der Tempel hier ist auf jeden Fall echt Zelda-mäßiger als die beiden zuvor. Die beiden vorher hast du ja echt relativ fix schaffen können, aber der hier, der ist ja echt... Da musst du ja richtig rumprobieren. Das ist ja total ungewohnt. Jetzt hier hochklettern? Oder auch nicht. Oder? Okay, nein, da duckt er sich dann einfach nur. Hier geht es nicht weiter nach oben. Oder doch? Aber da fällt er dann runter. Ich glaube, er kann halt nicht wirklich 90 Grad. Ja, das dachte ich mir schon, dass das nichts wird. Oh, come on! Oh Mann! Ich möchte, dass das funktioniert eigentlich. Ah, oh, sick, es hat geklappt. Fuck.
Ach, meine Katze ist die coolste. So. Das ist definitiv nicht, wie man das hier machen sollte. Da muss ich immer noch da reinkommen, ne? Kann ich einfach rumlaufen? Ist das the secret way? Da oben irgendwie was kaputt oder so? Ach, hier ist es kaputt. Ah, okay, das ist einfach der gleiche Weg. Sad. Alles hier gerade nicht richtig sein, so leid es mir tut. Irgendwas mache ich gerade gravierend falsch hier. Ach, hier muss ich nach ganz unten. Okay, dafür habe ich jetzt aber immer noch den Dude hier, wo ich... Oder ist das das... Nee, das ist nicht das. Das ist nicht das, ne? Okay, wenn ich hier zurückgehe, kann ich zumindest das andere aufmachen. Ja, ist ja halt echt so, wenn irgendwie was, wenn du dir nicht sicher bist, einfach eine Runde klettern und let's go. So, anscheinend ist der Weg ja nach hier. Aha! Sekunde, kurz nochmal neu justieren. Jetzt komm ich. Das ist ein bisschen krass. Was ist denn los? Kommt sie einfach an und miaut mich so von der Seite ganz traurig an und ich bin so, oh nein. Bin noch viel zu anfällig dafür. Jetzt nur noch eins. Gleich haben wir es geschafft. Okay. Warte, den müssen wir noch kaputt machen. While we are at it. Okay, es ist nicht runtergefallen. Das ist schon mal ziemlich gut. Sehr schön. Jetzt nur die Frage, wie man da rüberkommt. Nicht so. Oh Gott, ganz, ganz blöd. Oh Gott, richtig doof. Oh nee. Oh Gott.
Ich weiß nicht, warum plötzlich hier diese krasse Musik gespielt wird. Aber damn, finde ich gut. So, nächster Versuch. Warte, ich kann auch einfach eine unendlich lange Brücke bauen. Warum? Dieses Spiel ist doch quasi dafür gemacht, dass man sowas tut. Sekunde. So. Hä? Als ob ich in die Lava gelaufen bin gerade. Come on, dude. Das kannst du nicht machen, so. Okay, aber das sollte reichen, dass ich eine unglaublich lange Brücke bauen kann, eigentlich. So, warte. Hey, Banane Kirsch, was geht ab? So, das funktioniert vielleicht. Wer weiß. Wow! Ja, das, oh Gott, das hätte funktioniert. Tatsächlich hätte das funktioniert. Es hätte mich einfach rüber katapultieren können. Verdammt. Stattdessen hat es den kompletten Satz nach unten gemacht. Aber vielleicht kann ich es wieder hochholen. Sekunde. Das sieht sehr knapp aus, muss ich sagen. Vielleicht hält es. Oh mein Gott, es hat tatsächlich geklappt. Ich drehe durch. Das sah gerade sehr weird aus, wie sich das so auf dem Boden aufbaute. Aber wir haben es geschafft. Nice. Link, alle Schlösser sind jetzt offen. Okay, ich soll ein bisschen was trinken. Dazu muss ich kurz was zu trinken holen. Ich bin sofort wieder da. Okay. Dann ein gigantischer Prost an euch alle. Das heißt, dass das Tor jetzt auch offen sein muss. Komm, sehen wir nach. Ah, das tut gut. So, wo muss ich hin? Ah, ich muss einfach nur aus dem Tor raus. Es ist direkt um die Ecke.
Das ist mal gut geroutet eigentlich. Aha. Gnadenstoß ist übelst cool. Okay, okay, okay. Mach das Tor auf, Junge. Der Tempel war tatsächlich ein bisschen cool. Also, bis auf ein so ein Ding habe ich eigentlich alle relativ gut gefunden. Beim einen habe ich ein bisschen geschummelt. Da. Das gebe ich zu. Aber es hat geklappt, so. Es hat geklappt. Ethan, danke für den Raid. Es ist offen. Zelda-Spoiler, by the way. Schnell, wir müssen die roten Felsen zertrümmern und Zelda retten. Dass er immer noch auf dem Trip ist, Zelda zu retten, finde ich halt übelst funny, so. Das gibt mir alles übelst das Breath of the Wild Endkampf-Ding. Halt mit dem Herzen an der Decke und so und so, you know? Shit, warte. Hier. Okay, los geht's. Ich bin bereit. Jetzt komm ich! Muss ich nicht die Wand da so lang schießen? Hey Stella, was geht ab? Wo ist Zelda hin? Moment. Oh no! Ein super fieses Monster! Kein Zelda ohne Goma, ne? Hau raus! Komm, Link! Wir müssen sie da schnell rausholen! Junge, du bist übelst obsessed mit Zelda. Das ist halt nicht okay. Pass auf! Die Beine sehen massiv aus! Und schmerzhaft! Ja, Junge, jetzt mach doch hier! Wahrscheinlich wäre es jetzt ganz praktisch oder auch nicht, ist eigentlich egal, okay. Komm schon. Ja, bitte. Nord einfach. Schon wieder eine Bombe. Lass sie nicht weggehen. Ah, nee, warte. Oder? Kann ich so ein Wasserding auf ihn schießen und dann passiert irgendwas Witziges? Ja, verdammt. Wand hochrollen. Spoiler mir halt einfach die Lösung. Reiß dich zusammen. Oh, Junge, wirklich? Auf geht's. Ich sehe ihn halt nicht. Das macht es nicht einfacher. Pass, jetzt komm ich.
Okay, dass er da an der Wand rumhängt, ist tatsächlich ein bisschen fucking nervig. Keinerlei, so. Das ist deine Chance, Link! Ich habe doch den Dude hier. Vielleicht soll ich das einfach mal benutzen. Nice. Ich habe gedacht, ich muss ihm so lange ins Auge schießen, bis er runterfällt. Stellt sich heraus, vielleicht sollte ich einfach die Boss-Mechaniken verwenden, die mir am Anfang der ganzen Geschichte beigebracht wurden. Heraus. Tada! Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden.
Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später, da besuchte mich eine der sechs Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Yunobu, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite. In den vielen Schlachten, die darüber haben. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren. Aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Yay! Das war cool. Das war cool. Ich habe gehört, der Wüstentempel soll auch cool sein. Daher bin ich sehr gespannt.
Gesplittert nochmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir dabei? Bitte nicht böse sein. Juniboss hat nichts getan. Ist gut, Tukachin. Er hat ja recht. Ich habe allen einen riesen Ärger beschert. Und wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, was ich da eigentlich tue, dann... Aber du wolltest Goron ja doch nur wieder so machen, wie es früher war. Und das hast du auch. Du bist der Held von ganz Goronia. Und weil du die Junobau gegründet hast, und jetzt erst recht. Ich. Ach, danke, ihr beiden. Und dir auch vielen Dank, Link. Nur dank dir ist die Schlemmstein-Krise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann. Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske kaputt ist, oder? Stellt euch vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Mann, die Sache war so seltsam. Wo ich darüber nachdenke, dann sah es aus, als... Ja, es sah aus, als hätte sie die Prinzessin freiwillig... es hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Und als alles überstanden war, war sie nirgendwo mehr zu sehen. Hey, Juniboss. Ob das eine andere Prinzessin Zelda war? Eine, die böse ist? Hä? Was soll das denn heißen? Das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr gefolgt seid, in Wirklichkeit das Steinmonster war. Bitte? Wobei, wo ich so zurückdenke, die Person, die meinen Ahne als die Weise der Zeit bezeichnet hat, sie wollte Link helfen mit dem Recken, mit dem Schwert. Und wie sie aussah, das war ganz klar Prinzessin Zelda. Auch wenn ich nicht so ganz verstehe, wieso die Prinzessin der Zeit meines Vorfahrens schon... Was? Die Prinzessin in der Zeit meines Vorfahrens schon am Leben war. Jedenfalls ist die andere Zelda, die wir gesehen haben, eine billige Fälschung, ganz klar. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie im Namen ihrer Hoheit weitere Übeltaten begeht. Wir müssen die Hochstaplerin finden und ihr das Handwerk legen, und zwar schnell. Mit der Junobau werde ich dafür sorgen, dass du um die ganze Stadt herum Ausschau und auch Spuren von Zelda halten kannst. Nein, dass Ausschau gehalten wird. Und du und ich, wir sind jetzt ein Team. Ob wir nun zusammen sind oder viele Meilen uns trennen. Ich habe die Sache im Griff, Partner. Versprochen. Nice. So. Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber wehe, du schürfst nochmal solche fiesen Felsen. Klar, kleiner Juniboss? Nice. So, wer ist die sechste Weise? Also neben den vier Völkern und Zelda. Also eben in dem Rückblick hat man ja noch die Schwester von Rauru gesehen. Und sie meinte ja auch, dass sie mit ihrem Stein irgendwie Seelen wandern kann oder so. Von daher wird die das wahrscheinlich sein, ne? Was? 1000? Holy shit. Okay, wie viel kosten die jetzt? Ach, die kosten gar nicht viel weniger. Also sie kosten gar nicht weniger, sie kosten genauso viel. Ach, mir ist etwas eingefallen, dass die merkwürdige Zelda, die mich unter ihrer Kontrolle hatte, gesagt hat,
Das war, als wir Schlammsteine an der Nordseite des Todesbergs abgebaut haben. Sie hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Exhalseen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Die Exhalseen? Dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt die Seen auch die Exhalbrüder. Da gibt's ein Kinderreim drüber. Großer Bruder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht drauf Hatz. Die Exhalbrüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht, als ich noch ein junger Kiesel war. Da dachte ich, es gäbe einen Schatz zu holen. Und wenn ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Und bevor ich überhaupt einen Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hatte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Ist lange her, aber lass uns doch mal auf die Suche gehen. Es muss irgendwo auf halber Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Die Unobau ist da auch tätig. Wir müssen uns nur eine Lore... gar nicht. Wir müssen nur eine Lore hüpfen und ab geht's. Ah, mein Rücken zwickt wieder. Dann schauen wir das noch an und dann würde ich sagen, es ist Feierabend. Hey Armin, was geht ab? warte, wo war das eben? Ah, hier. Okay, das hilft mir nicht so wirklich. Okay, anscheinend ist hier irgendwas, oder? Das sind ja die beiden Seen, also von daher packe ich jetzt einfach mal da so einen Dude hin. Und dann muss ich von dort aus, mal schauen, ob ich das finde. Hey, das war von dem da unten. Ah. Oh. Ich habe gehört, dass man in dieser Lore bis ans Ende der Schienen fahren kann, aber wie setzt man sie in Bewegung? Vielleicht fährt sie ja noch Goropolis. Huch, wer bist du denn? Nein, ich führe nichts im Schilde. Naja, eigentlich, kennst du Goropolis, die legendäre Stadt, in der bereits vor Urzeiten Goron gelebt haben sollen? Ich habe gehört, dass es da unglaubliche Schätze geben soll. Ihre Technik war viel besser als das, was wir heute haben. Es gibt sogar das Gerücht, dass sie sich in seltsamen Fahrzeugen fortbewegt haben. Ich wollte mich mit dieser Lore auf die Suche machen, aber sie bewegt sich nicht. Zu dumm. Aber das darfst du niemandem verraten. Soll das ein Kissen sein? Probier's jetzt mal. Wo kommst du denn auf einmal her? Mysteriös. Gerüchten zufolge war ich schon die ganze Zeit hier. So, have fun, dude. Ich muss wahrscheinlich auch nochmal mit ihm reden, ne? Ganz vergessen. Hurra, ich sehe die Unibot-Zentrale, das heißt... dass ich es bis ans Ende der anderen Schiene geschafft habe. Ah. Andere Ende der Schiene. Eigentlich ist Reden nicht so schwierig. Jetzt, wo ich es bis ans Ende der Schiene geschafft habe, muss ich nur noch Goropolis suchen. Ah, du bist auch noch hier? Uiuiui, das war knapp. Was hätte ich verraten, dass ich Goropolis suche? Ach so, du willst bestimmt eine Belohnung. Tut mir leid, ich war etwas abgelenkt. Nice.
Dann mach du mal, mein Dude. Mach du mal. Jetzt kann ich auch hinlaufen, oder? Es ist halt auch egal, eigentlich. Plus, die Chance besteht, dass wir hier, einen Schrein finden. Das wollte ich nicht, aber schon okay. Dam, da dam, da 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 dam. Oh, natürlich ist er falsch rum, weil sie einfach die Mega-Trollos sind, Alter. Und mal wieder ein Survival-Schrein. Verdammt. Das hätte noch sehr praktisch werden können, glaube ich. Wo sind denn hier die ganzen Explosionen her? Kann ich diesen Stein dingsen? Schön, dass es tatsächlich geht. So, die weitere Frage ist, kann ich da jetzt runter? Wahrscheinlich finde ich da auch noch irgendwas, oder? Verdammt. Ach, come on. Ich brauche halt mindestens eine Bombe für diesen Steinkram da unten. Ansonsten habe ich, glaube ich, echt ein bisschen verkackt. Stellt sich heraus, es gibt keine mehr. Was finde ich denn hier unten? Ach, gar nichts, okay.
Hätte ja sein können. Vielleicht respawnen die Bomben jetzt. Ist ja noch ganz praktisch. Aber nö. Oh, das ist ätzend. Gott. Und da war natürlich noch eine und verkackt einfach. Ach nee, ich kann jetzt mit meinen normalen Sachen hier rumlaufen, oder? Das heißt, ich kann die immer noch kaputt machen. Okay, alles ist gut. Ich war kurzzeitig gefrustet, aber alles gut. Hey, Gabi B. Ah, okay, da wären auch nur irgendwie Sachen dahinter. Wieder wäre nice to have gewesen, aber war jetzt auch nicht so mega nötig. So. Kurz raus. Dann kurz den Schatz finden und dann bin ich auch fertig. Klack. Okay, da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen, wenn ich ehrlich sein soll. Da dachte ich, da geht's direkt an die Oberfläche. So, ich muss in die Richtung, nicht? Genau. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, was soll's. Wenn sie ihn nicht direkt killt, ist es mir ja auch egal, ehrlich gesagt. Das ist den Stress nicht wert. Ist das ein Hinox? Witzig. Ich wusste nicht, dass die Skelette von denen einfach da auf dem Boden rumliegen. So, was sagt... das hier nochmal.
Der große Bruder hat den Schatz, der kleine Bruder... Okay, welcher davon ist der große Bruder und welcher der kleine? Hey Melle. Jetzt hier so eine kleine Beschreibung zu kriegen, welcher von den beiden das ist, das wäre schon cool. Ich glaube, auf ihn komme ich nicht hoch, ne? Wenn ich mich beeile, könnte ich es vielleicht schaffen. Sekunde, das kriege ich hin. Besonders, wenn wir da so ein praktisches Ding liegen haben. Gute Nacht, Mika. So, habe ich denn schon von dem eine Schuppe? Eldra, Weißdrache... Okay, Schuppe habe ich auf jeden Fall. Es wäre halt nice, wenn die nach Drache geordnet sind, was sie glaube ich aber nicht sind, ne? Okay, das Horn habe ich. Ich habe die Schuppe. Ah, mir fehlt noch eine Klaue. Schön, dass das nur so halb funktioniert irgendwie. Aber das sieht gut aus. Sehr schön. Okay. Dann frage ich mich trotzdem, welcher von den beiden der große Bruder sein soll, welcher der kleine und wo wir da jetzt noch was finden sollen. Die Drachen-Items kannst du entweder teuer verkaufen, die brauchst du, um Equipment abzugraden. Oder wenn du damit kochst, kannst du halt so extrem krasse Dingens machen. Wie heißt es? Veränderungen? Nein. Aber wenn du irgendwie was Statusveränderndes kochst, dann hält der Status halt wesentlich länger an. Ich bin einfach faul. Ja, sehr gut. Okay, hier
Hätte ich leider auch nicht, finde ich. Dann würde ich sagen, ich verschiebe dieses Rätsel auf morgen, weil ich leider echt müde bin und jetzt leider nicht gewillt bin, hier rumzusuchen, bis ich da das Rätselslösung finde. Daher würde ich einfach sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ich Zeit habe, geht's morgen weiter, ansonsten übermorgen. Ich kann es gerade nicht so richtig garantieren, weil ich so ein bisschen im Video-Production-Mode wieder bin. Daher danke ich euch fürs Zuschauen und wie gesagt, vielleicht bis morgen, vielleicht bis übermorgen. Auf Wiedersehen.